Heute Nacht am 4 Uhr ist das Rumlicken das Foti entstanden. Gemacht hat es der Patrick Meyer. Wegen einem Picke-Einsatz war der Fernmeldetechniker unterwegs gewesen. Er hat das Tier gesehen und ist sicher, es ist ein Wolf. Da ist man vor dem Auto entlang gerannt, bis eigentlich da vor das Fahrverbot hin, da vorne, und ist dann auf die Wiese rüber. Dann habe ich das Auto gekehrt und dann konnte ich Bilder machen da im Bereich von diesen Pylonen, die man auf der Wiese sieht. Und dann ist der Wolf eigentlich weiter führen dort, Richtung Silos führen. Und dann haben wir es den Augen verloren. Wölfe hat es nicht nur im Zürcher Oberland, sondern auch in Winterthur. Im Wildpark Bruderhaus lebt ein siebenköpfiges Rudel. Der Leiter des Tierparks sagt, es könne gut sein, dass es sich beim Tier auf dem Foto um einen Wolf handelt. 100% sicher ist er aber nicht. Es ist natürlich sehr schwer, aus so grosser Distanz den Wolf zu erkennen. Vor allem auch, wenn es dann noch dämmerig ist oder Nacht ist, wie im vorliegenden Fall. Und auf grosser Distanz ist es natürlich sehr schwer, das zu erkennen. Der Wolf ist sehr ein zurückhaltendes und scheues Tier. Er ist zwar neugierig, schaut sich Sachen aber aus der Distanz an. Wir Menschen müssen vor ihm keine Angst haben. Und zwar aus einem einfachen Grund. Er kennt uns ja gar nicht als Futter eigentlich. Und von dem her sind wir uninteressant für den Wolf. Der Wolf, der frisst eben vor allem Rehe, Wildzeug und so. Und er jagt ja vor allem kranke Tiere oder angeschlagene Tiere. Und nach dem Beuteschema geht er eigentlich vor. Er sucht sich die Alten und Kranken aus und die bejagt er und die frisst er dann nachher auch. Der Patrick Meyer hat den Wolf gerade zweimal gesehen. Das erste Mal zu Russiken und das zweite Mal zu Rumlicken, wo er dann auch die Foto gemacht hat. Das erste Mal war er so erstaunt, dass er gerade einem Kollegen angerufen hat. Als ich den Wolf das erste Mal zu Russiken gesehen habe, habe ich gesagt, hey du, vor meinem Auto läuft ein Wolf, und er hat gemeint, du hast getrunken. Wölfe können pro Nacht bis zu 50 km zurücklegen. Das heisst, wenn das Tier im Zürcher Oberland ein Wolf war, dann ist er wahrscheinlich jetzt schon wieder weg.